Regionalliga West ist manchmal schon mal etwas wild. Und ihr wisst alle, im Wilden Westen ging es immer darum, wer am besten, am schnellsten schießen kann. Und wir finden das heute raus. Jeder Spieler hat 3 Schüsse, der härteste von dem Einzelnen und die härtesten aller 3 Spieler werden jeweils separat eingetragen. Und am Ende wissen wir, wer in der Regionalliga West den schnellsten Schuss im Wilden Westen hat. Glaubst du eigentlich, ich hab den härtesten Schuss der Liga? Weiß ich nicht. Muss mal ausprobieren, ne? Das probieren wir aus, oder? Machen wir's. Gucken wir mal. Und genau das tun wir jetzt. Der schnellste Schuss im Wilden Westen, die Alemannia Aachen Edition. Los geht's. Also, gibt's heute die Mausesause oder wird das eher ein Mausding? Schwer. Mein Ziel ist 100 km/h. 100 km/h? Alles plus ist extra. Dann bitte. Wow, 98 ist erstmal eine Ansage, oder? Ein gutes Ding gewesen. Ich weiß nicht, ob das Messgerät richtig misst hier. Meinst du, da waren noch ein paar km/h mehr bei? Oder weniger. Du bist dran, Julian. Ein satter Schuss, genau mittig. Du verziehst so das Gesicht. Nicht so zufrieden? Ich dachte, wären mehr. Ich weiß nicht, ob das Messgerät so... Also ich merke schon, das wird hier so ein einhelliges Ding. Die Kritik am Messgerät. Ist natürlich TÜV geprüft alles. Wir haben extra TÜV-Prüfer durchgeschickt, die das abgenommen haben. Wisst ihr Bescheid. Deswegen gibt es nicht viel zu meckern, wenn Franco Uselak jetzt die 140 raushaut. Wow! 105! Also der Uselak... Sonntagsschuss. Also man sieht, warum du die Freistöße einen nach dem anderen reinhaust. Ja, aber war gut getroffen, das Ding. Jetzt die Frage, deinen von eben, 2 haben gefehlt zur Dreistelligkeit, glaube ich. Die Dreistelligkeit war dein Ziel, kommt jetzt. Ja, dreistellig wird es dann nur, wenn wir beides addieren. Aber... Aber du hast ja noch einen. Komm, Jule. Wow, 102. Und guck mal, jetzt ist das Grinsen da. Eben war noch so eine leicht böse Miene. Und jetzt, guck mal. Ja, ich wollte, zeig ich mal in die Kamera. Ich wollte einmal über 100 kommen. Das war mein Ziel. Kleines Grinsebäckchen. Freut sich über seinen Schuss. Franco, du bist ja der beste Alemanne. Und noch mal einen raus. Uff, 107. Wow, ich ziehe den Hut. Ist noch was zu machen? Schauen wir mal den letzten. Den letzten einen habt ihr noch. Die letzten 3 Versuche von Alemannia Aachen kommen jetzt. Let's go, Yannick. Uff, die Dreistelligkeit und mal eben kurz den Bestwert von Franco pulverisiert. Das war mehr. Auch vorher auch schon klar. War dir vorher klar, dass du Franco mal eben kurz zeigst, wie es geht. Ist ein bisschen ansticheln möchte. Aber, weißt du was, er hat ja noch einen. Der kann dich ja sogar noch mal übertrumpfen. Ich hoffe es. Du hoffst es sogar für die Gesamtwertung. Jetzt erstmal Julian Schwermann. Ihr seid alle 3 über 100. Das ist schon mal ein starkes Ding im Bestwert. Und nur der zählt. Woo! 107, Alter, jetzt irgendwie beim letzten. Wenn es so läuft wie eben, dann hat Franco jetzt den schlechtesten, weil da war er der Beste und irgendwie ist gerade alles ein bisschen umgekehrt. Druck? Ne, sprich. Oder du willst aber schon der Beste im Team sein. Hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man auf der Heimfahrt dann mal von hinten im Bus dem Mause einen auf den Hinterkopf haut und sagt, ha, nächstes Mal war doch besser als du. Absolut, ist jetzt mein Ansporn. Auf geht's, Franco. Das gibt's doch gar nicht. Also es war mit Ankündigung, dass du in dieser Runde den Ja, ich hab's doch so geschaltet. Da gibt's noch jemanden dahinter. Ja, also, jetzt kann ich's auflösen. Willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Nein, alles gut. Guido Kanz springt jetzt nicht um die Ecke. Ich bin der einzige Blonde mit dem Mikrofon.
Genau, der Severin Trompeter, der Kollege, kommt gleich noch. Ja, am Ende, glaube ich, waren es mehr als nur stabile Werte, die euch in der Tabelle auf folgenden Platz bringen. Wenig überraschend in Folge 1. Alle drei, alle Mann auf den oberen Tabellenplätzen. Yannick Mause mit 109 sogar auf dem ersten. Und in der Teamwertung, auch da ist Alemannia Aachen wenig überraschend ganz oben mit einer kombinierten KMH-Zahl von 323. Das war der schnellste Schuss im Wilden Westen. Richtig so, Franco. Und ja, du warst lange Zeit so ein bisschen der Sheriff hier am Block, um mal in der Wildwest-Terminologie zu bleiben. Und dann ist aber dein Deputy Yannick Mause gekommen und hat dir den Stern von der Brust gerissen, den Sheriff-Stern, und sich zumindest die teaminterne Krone aufgesetzt. Jetzt der Kaiser der Kaiserstadt im Schnellschießen. Danke, dass ihr da wart. Hat mega Spaß gemacht. Viel Erfolg in der Saison. Was meinst du? Wie läuft's? Gut. Besser als letzte Saison. Ich nehme euch beim Wort, und wenn ihr sehen wollt, wie sich die Alemannia schlägt, gibt's natürlich hier auf Sporttotal live und exklusiv. Und alle anderen Folgen von diesem Format, die es schon gibt, die noch kommen werden, natürlich auch auf Sporttotal einschalten, lohnt sich also immer bei uns. Bis dahin, danke. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.